Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4 A Thief's End. Wobei ich überhaupt keinen Plan habe, wie lange das jetzt noch hier gehen wird. Wir kommen einfach nicht zu dem Schluss, in dem wahrscheinlich alles enden wird. Oh! Großer Gott! Okay. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Helena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Oh oh. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Aber wieso hat er sie hier einfach vergammeln lassen? Nicht einfach weggeschmissen. Der Krieg, es müssen kurz danach alle gestorben sein. Sie haben ja noch nicht mal die Leute weggeräumt. So. Für die Nachwelt. mehr hat er nicht gemalt. Na gut, sieht schon cool aus, aber. Sieht echt cool aus. Nee. Ich könnte wetten, gleich passiert irgendwas noch. Da oben geht's weiter. Okay, da oben geht's weiter. Hey, hier hoch. Langsam. Blüb, 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 blüb.
Sei vorsichtig. Er fährt auch runter, die Batterie ist fast leer. Wir treffen uns oben. Alles klar. So, jetzt habe ich ein Problem. Die Batterie ist fast leer. Ist das Problem. Hallöchen, Popöchen. Ich riskiere es jetzt einfach mal so lang wie möglich. Und ich hoffe, dass das Spiel dann sich pausiert, automatisch. Der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe ihn. Also haben sie den Schatz sattlich. Na, oder? Der ist zu groß. Mehr Kanonen. Genau piu, 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 piu. Das ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann. Ja, der war schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Deswegen bin ich aber hergekommen. Babam! Ein Elefant. Wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Naja, wir sind in seiner Küche. Das übertreibt man nicht. Ach da. Führt doch nicht einfach so rein. Tages pompös. Warum hat der Thomas nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Das ist ja sowas von überhaupt nicht witzig. Alter, das ist ja aber noch richtig gut intakt. Wo ist er denn? Nein! 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 Ja, kann ich... Dann mache ich einen Cut und laufe dann wieder bis dahin. Gott sei Dank. Der Shoreline-Truck ist noch da. Ja, ich sehe. Halt die Augen offen, ja? Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Mehr Kanonen. Genau wie bei Two's House. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich... Vergiftete er dann. Ja, der war schlecht. Tut mir leid. Ja, ziemlich schlecht. Und ja. Wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Das war aber ein schöner Übergang. Wort des Tages. Pompös. Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Das war ein Highschool-Job. Macho Nacho. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Wir sind doch jetzt drin, oder? Wieso ist hier niemand? Ja, gut. Das war sinnlos. Wir müssen durch das Loch hier. Waffen! Doch. Nee. Oh. Da. Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Bingo. Ja, ich bleib mal bei der Pistole. Und wie die jetzt hier kommen werden, ey. Oh ja.
frage ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Ja, sie haben sich in Luft aufgelöst. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Ja, am Ende kommen da noch mal welche. Na bitte. Hallo. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Aber da gab's noch eine andere Tür. Dun, dun, da! Ja, das ist relativ uninteressant. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Noch eine Tür. Mit was wollen wir wetten, dass man da wieder rauskommt? Badadam. Badadam. Da. Badadam. Da, 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 da. Hoppala. Gut. Aber hier auf der Seite scheint nichts zu sein, obwohl hier Fußstapfen langlaufen. Na gut, haben sich eben umgeguckt, ne? Das geht eben in mehrere Richtungen. Dann lass mal durch. Zugesperrt. Mist, Steven, von einem blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Oh Mist! Alter! Was zum Fick? Wir sind aber auch an einer Scheißposition, ey. Junge, verpiss dich! Irgendwas riecht hier mega nach Essen. Alter! Scheiße! Oh, fuck, ey. Munition! Scheiße. Bist du okay? Ja. Alter. Wir haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja.
Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Was für ein Massaker, Alter. Heftig. Wo sind die auf einmal alle hergekommen? Okay, jetzt ergibt das Sinn. Aber wisst ihr... Was? Wisst ihr, das sehen wir einfach in der nächsten Folge. Ja, das ist doch... Bis dahin, haut rein.